Tage wie Juwelen, wertvoller als Gold. Besser kann uns keiner nehmen, gefühlt 1000 Volt. Tage wie Juwelen werden nie vergehen. Sie bleiben für ein Leben, es ist gut, dich heute zu sehen. Schon eine ganze Weile her, dass wir uns so gesehen haben, gemeinsam Richtung her. Das letzte Jahr für mich schon schwer, neue Stadt und neues Leben, doch mit dir fühle ich mich leer. Komm, mach den Song ganz laut, bis jeder zu uns rüber schaut. Es tut so gut, dich heute zu sehen, dass wir sind Tage wie steht ja noch eine Entscheidung aus. So, hier stehen jetzt 5 fantastische Sängerinnen. Wir haben aber nur 4 Plätze in der Band. Es entscheidet sich gleich zwischen Patti und Veneranda. Ich muss sagen, ich bin immer noch unfassbar froh, dass ich diese Entscheidung nicht treffen muss. Liebe Jury, ich gebe euch kurz Zeit zu beraten. Überlegt euch die Entscheidung gut, denn danach kann nichts mehr umgetauscht werden. Wir sind im Finale vom Finale. 3 von 4 Mädchen sind bereits über die Ziellinie gerannt. 2 sind noch im Rennen. Die Band steht bis auf ein letztes Mitglied und die Entscheidung fällt gleich zwischen Patti und Veneranda. Wir haben beide im Direktvergleich gesehen, an der Seite von der Band, in der sie stehen wollen. Wer bleiben darf, das erfahren wir jetzt. Veneranda. Ja. Liebe Veneranda, ich liebe deine temperamentvolle und taffe Art und du hast die Performance gerade echt super gemacht, hat mir sehr gut gefallen. Liebe Patti, ich liebe es einfach, dass du Patti bist, dass du locker und einfach cool bist. Ich feier dich. Ja, mir geht's genauso. Bei dir, Patti, ist es so, du bist von Anfang an ein krasser Typ gewesen. Du hast an deiner Stimme gearbeitet. Du bist cool, du bleibst cool. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Veneranda, du hast eine einzigartige Stimmfarbe. So eine richtig geile, rauchige Stimme. Das feiere ich auch sehr ab. Schwer. Schwer. Ihr seid 2 so tolle Kandidatinnen. Ihr beide habt wirklich so hart an euch gearbeitet und ihr beide habt so eine krasse Entwicklung gemacht. Ganz ehrlich, also das ist eine der härtesten Entscheidungen, die wir hier hatten. Wirklich. Die Entwicklung, die wir jetzt hier beobachten durften in den letzten Wochen, ist wirklich erstaunlich.
Veneranda, du hast wirklich gelernt, deinen Kopf abzustellen, dich locker zu machen, dich zu öffnen. Hier und da war es immer noch schwer für dich, aber du hast dich echt immer krass durchgebissen, hast alle unsere Tipps angenommen. Patti, du warst am Anfang jemand, der jetzt Schwierigkeiten hatte, gerade stimmlich hinterherzukommen und einfach deine Coolness zu bewahren, auch auf der Bühne und wirklich so auf den Punkt zu performen. Eine Entwicklung hat uns wirklich einfach noch mehr umgehauen, muss ich sagen. Wir konnten hier bei Popstars eine richtige kleine Reise, eine richtige kleine Heldenreise erleben. Jemand, der es einfach geschafft hat, bei sich zu bleiben, ein eigenständiger Typ zu sein, die ganze Zeit nicht aufgegeben hat, sich so krass geöffnet hat, an der Stimme gearbeitet hat, auf alles das, was wir gesagt haben, gehört haben, gekämpft hat. Es ist eine wirklich schwere Entscheidung, aber für die Band wollen wir wirklich jemanden, der seinen eigenen Style hat und der sich treu geblieben ist und der unverwechselbar ist. Das ist Patti für uns. Du bist jetzt hier zum Mitglied. Damit haben wir eine Band, die gleich gemeinsam ihre Siegersingle performen darf. Veneranda, du hast es wirklich großartig gemacht. Du kannst stolz auf dich sein, so weit gekommen zu sein. Das ist dein Applaus. Du darfst dich jetzt von deiner Familie trösten lassen. Und damit haben wir unsere Band auf der Bühne stehen. Neander. Und auch für euch habe ich ein Foto. Das fertige Cover. Mittlerweile haben wir alle Zutaten zusammen. So sieht unsere Band aus. Neander. Diese Single kann man ab sofort downloaden. Sie ist auf iTunes erhältlich und die CD ist ab Montag im Handel mit dem selbstkomponierten Song Schöner ohne dich auf der B-Seite. Hey!